Hallo ihr Lieben, wir wollen euch heute zeigen, wie ihr richtig coole Paracord-Armbänder machen könnt. Ich habe mir zwei Beispiele liegen. Paracord kommt eigentlich aus dem Outdoor- oder Kletterbereich. Total cool, das ist so eine Art Seil. Ja, ein Seil, was am Ende quasi ein bisschen verschmolzen werden muss, damit es auch nicht wieder aufgeht, weil hier quasi ein Innenleben drin ist. Für ein Armband, was quasi um ein Kinderhandgelenk oder auch jetzt, ich sag mal, um mein Handgelenk passt, braucht ihr zwei Bänder a 1,30 m. Das heißt, ich habe mir jetzt das schon mal vorbereitet. Das ist 1,30 m und das ist auch 1,30 m lang. Und dann ist quasi der erste Schritt, dass wir unsere Bänder zusammenschweißen, dass sozusagen ein ganz langes Band entsteht und wir dann eine Schnur haben. Für unsere Armbänder benötigen wir quasi zwei Fäden oder zwei Stricke vom Paracord. Oder ihr könnt auch jeglichen anderen dicken Strick nehmen, ganz wie ihr das möchtet. Die Stricke müssen jeweils 1,30 m lang sein. Oder wenn ihr das aus einem ganzen Strick machen wollt, der einfarbig zum Beispiel ist, natürlich muss es dann das Doppelte sein, also 2,60 m. Außerdem benötigen wir eine Schere. Diese Schere sollte auch gut schneiden. Und ein Feuerzeug. Achtung, wenn ihr das mit Kindern macht, das wird wirklich sehr, sehr heiß, dieses Paracord. Dann macht es bitte selber, diesen kleinen Enden zu verschweißen. Lasst es nicht die Kinder machen, das kann etwas gefährlich sein. Und wir brauchen noch eine Klickschnalle, die kann man so auf und zu machen. Und das benötigen wir natürlich auch fürs Armband. Wenn ihr eure Bänder auf 1,30 m pro Stück zurechtgeschnitten habt, dann müssen wir unsere Bänder so präparieren, dass wir quasi starten können mit dem Knüpfen des Paracord-Armbandes. Das bedeutet, die Bänder haben in der Mitte ein Innenleben. Das seht ihr hier, das kommt so ein bisschen raus. Das wollen wir quasi, dass das drinne bleibt, dieses Innenleben. Wir wollen dann nicht dran ziehen, dass es weiter rauskommt. Es soll wirklich drinne bleiben. Und wir wollen quasi aus diesen zwei Schnüren eine lange Schnur machen. Das bedeutet, hier schmelzen sich die zwei Stellen zusammen und auf der Seite, hier ist es schon gemacht, werden die Enden einfach nur ein bisschen verschweißt, dass das quasi zu ist und das weiße Zeug nicht rauskommt. Für das Verschweißen nehmen wir uns nochmal unsere Schere, schneiden diese Bänder, die hier so ein bisschen rausgucken, ab, damit das auch ja schön ausschaut alles. So, nehmen unser Feuerzeug, Achtung, vielleicht machen das hier nur die Erwachsenen, weil das wird echt heiß, schmelzen das hier an, so, und wenn das angeschmolzen ist, drücken wir das hier so zusammen. Damit es nicht so knubbelig wird, legen wir es auf den Tisch und drücken am besten mit unserem Feuerzeug drauf. Macht eine Unterlage unter den Tisch drunter, damit ihr nicht euren schönen Küchentisch oder irgendwas kaputt macht. Und jetzt sieht das Ganze so aus, es ist zusammengeschweißt und es ist quasi ein langes Band. Im nächsten Schritt nehmen wir unsere Klickschnalle dazu. Das Feuerzeug und die Schere können erstmal zur Seite. Wir nehmen die Klickschnalle dazu. Und jetzt gibt es verschiedene. Diese hier, seht ihr ganz gut, ist so ein bisschen gebogen wie eine Brücke. Es gibt aber auch welche, die sind komplett gerade, wie zum Beispiel bei diesem Band. Hier ist die Klickschnalle komplett gerade. Wir klicken sie auf und nehmen erstmal eine Seite. Ist ganz egal welche. Ich nehme jetzt mal die mit den drei Zacken, weil das bei uns einfach die größere Öffnung hier hat. Und bilden mit unserem Band eine Schlaufe mit einer Farbe. Damit dieser Knoten dann nicht mehr versteckt oder nicht mehr sichtbar ist, müssen wir den etwas verstecken und machen ihn quasi unterhalb von dieser Schlaufe. Ihr bildet hier eure Schlaufe und fädelt dann diese Schlaufe von oben, wenn das auch so gebogen ist wie bei mir, von oben in eure Öffnung ein. So, sieht dann so aus. Und dann fädeln wir diese zwei Enden hier durch diese Schlaufe. Keine Sorge, es ist nur der Anfang, der ein bisschen kompliziert ist und dann wird das super, super einfach. Wir bilden hier so einen Schlaufenknoten. Festziehen. So, und jetzt werden die Bänder so parallel lang gefahren, dass die auch wirklich parallel sind und nicht verkreuzt oder verdreht oder verzwirbelt. Und dann seht ihr, okay, jetzt sind sie unterschiedlich lang. Das muss so sein, das ist richtig. Können wir gleich lang ziehen. Dann sehen wir unser anderes Stück und nehmen wieder, die Beugung ist so, von oben stecken wir das hier wieder rein, schön parallel gehalten und ziehen das jetzt bis hier hoch und dann sieht es so aus. Wenn ihr eure beiden Klickschnallen hier dran habt, müsst ihr oder könntet ihr den Test machen, wenn ihr das quasi so rumbiegt,
dass das dann schön passt und richtig zusammengeht. So, machen wir wieder auf. Und jetzt müssen wir uns abmessen, wie lang es wird. Dafür nehmt ihr den Arm, legt das so drumherum und jetzt seht ihr, ungefähr zwei Finger dazwischen müssen noch Platz sein. Dann habt ihr die perfekte Größe und könnt es quasi hier festhalten. Um diese zwei Innenbänder wird dann quasi geknüpft und mit den zwei Außenbändern, mit den zwei langen, knüpfen wir. So, jetzt geht das Knüpfen los. Passt auf, dass ihr mit eurem oder mit eurer Hand das gut hier oben festhaltet, dass das nicht wieder verrutscht, sondern dass das wirklich fix ist. Und dann wird das Ganze jetzt so ablaufen. Wir starten immer mit einer Farbe. Es ist egal, mit welcher Farbe ihr startet. Die Farbe, mit der ihr startet, ist quasi die Innenfarbe. In dem Fall ist es das Schwarz. Aber wenn ihr das Band auf die andere Seite dreht, ist weiß innen. Also es ist eigentlich total egal, mit welcher Farbe ihr startet. Ich starte jetzt mit Grau. Und das Grau ist jetzt auf der rechten, von euch aus, auf der linken Seite. Ihr legt euren grauen Faden über diese zwei Bänder drüber, als Schlaufe. Dann nehmt ihr den lilanen Faden und legt den über das Graue, über Grau, so. Und jetzt wird der lilanen Faden unter diese zwei Hauptbänder drunter durchgelegt und kommt hier in Grau wieder raus. Seht ihr? Sieht dann so aus. Und jetzt wird das Ganze ein bisschen vorsichtig festgezogen. Quasi hier schön vorsichtig. Der erste Knoten ist ein bisschen schwierig und dann ist es super, super einfach. So, festgezogen. Und jetzt seht ihr, liegt Grau auf der linken Seite und Lila auf der anderen Seite. Wir starten wieder mit Grau, legen Grau über unsere zwei Bänder drüber. Lila über Grau, Lila dann unter diese zwei Bänder hindurch und hier in der grauen Schlaufe wieder raus als Brezel und festziehen. Und das Ganze führen wir jetzt fort, bis wir quasi ganz unten angekommen sind. Stellt euch jetzt vor, ihr würdet immer mit der rechten oder mit dem Band anfangen, was auf der rechten bzw. von euch auf der linken Seite ist, dann würde es gedreht werden. Also es geht auch, hätte dann ein gedrehten Rhythmus oder eine gedrehte Sache und so wird es gerade. Genau. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch euer Bändchen auch hier oben festkleben, dann ist es ein bisschen einfacher. Genau, und jetzt geht das einfach so weiter bis nach ganz unten. Wenn ihr euer Band bis unten hin fertig geknüpft habt, testet einmal, ob euch das Ganze passt. Wenn ihr das hier so zuklickt. So, meins passt super. Kann ich sogar beim Pullover oder wie auch immer es passt. So, und wenn es passt, beziehungsweise wenn es nicht passt, wenn es nicht passt, hier dazwischen ist jetzt innen drin unser Knoten versteckt. Seht ihr das? Man sieht jetzt hier ein bisschen den Knoten drin, ne? Der ist jetzt versteckt. Wenn es zu groß sein sollte, macht ihr das einfach bis zu der Stelle wieder auf, schneidet ein ganz kleines Stück, also wirklich nur 1 cm oder einen halben, also nicht viel mehr, Stück für Stück, schneidet ihr raus, schweißt es wieder zusammen und knüpft einfach nochmal drüber, dann wird es kleiner. Wenn es zu klein ist, müsst ihr leider das komplette Band nochmal aufmachen und diesen Abstand hier oben, also diese Schnalle an eine andere Stelle setzen, dass ihr quasi einen größeren Abstand um euren Arm drumherum habt. Wenn es jetzt passt, wie bei mir, was natürlich der Optimalfall ist, müssen wir jetzt nur noch zuschweißen und das Ganze funktioniert so, wir nehmen, das war meine Außenseite, ich habe es nach innen jetzt gedreht, wir nehmen die Bänder, das lilane fädel ich jetzt nochmal hier so drunter durch, so, und das graue ist auch schon auf der Innenseite, das passt ganz gut, ziehen es richtig, richtig fest, schneiden ungefähr nach 1 cm das Ganze wieder ab, so. Nehmen wieder unser Feuer, erwärmen das Ganze, sodass es wieder richtig schön warm wird. Und jetzt drücken wir quasi unsere Enden mit Hilfe des Feuerzeuges an den inneren Teil des Bandes. Achtung, auch hier wird es wieder warm. Und dann sieht es ungefähr so aus und ist verschweißt und zu. Und fertig ist euer eigenes Paracord-Armband, was ihr natürlich auch mit anderen Materialien gerne nachbasteln könnt. Viel Spaß beim Nachbasteln!